Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Damit ein herzliches Willkommen zu Diablo. Diablo, den dritten Teil. Ich bin, und das sage ich gleich am Anfang, kein Fan von Hack and Slay. Obwohl ja Skyrim im Grunde auch Hack and Slay ist. Ne? Aber nicht ganz. Ne? Und so wie ich spiele, schon gar nicht. ja. Und mit den Mods, die man drin hat, dann wird es alles besser. Ich sag ganz ehrlich, Skyrim roh würde ich nicht anfassen. Ich sag's so, wie es ist. Ich würde es nicht anfassen. Ich kauf's mir nur deswegen, oder hab's mir nur deswegen gekauft, weil es hier eine wahnsinnige Modding-Community gibt, die das Ganze ja nach meinen Bedürfnissen anpasst. Oder auch nach ihren Bedürfnissen. Ich bin im Battle.net so ein bisschen rumgestöbert habe ich im Battle.net und der lässt sich gar nicht drehen, ne? Und weil ich ja Hearthstone da spiele, ne, und da habe ich euch ja schon World of Warcraft vorgestellt und jetzt habe ich gedacht, ach, was soll's, gibt's kostenlos die Starter-Edition, dann muss man bezahlen. Werde ich nicht machen, wie gesagt, Hack and Slay ist nicht meins. Aber ich habe im Grunde Diablo noch nicht gespielt, ne? Also, nur ich will, ich möchte ja zumindest mal schauen, damit ich nicht sage, okay, ist Blödsinn und habe es gar nicht gespielt. Vielleicht werde ich der totale Diablo-Fan, ne? Der ist cool. Der ist doch cool. Wen nehmen wir? Nehmen wir einen Kreuzritter. Oh, wir nehmen einen Kreuzritter, oder? Genau. Wir nehmen einen Kreuzritter. Mit Hilfe eines schrecklichen Flegel und Schilde beherrscht der Kreuzritter das Schlachtfeld und läutert die Welt vor dem Verderben. Oder Verderbnis. Er ist ein unerschütterlicher Fels. Gerechte Zorn treibt ihn an. Jeder seiner Angriffe erzeugt Zorn. Das hört sich alles sehr gut an.
Wie sieht denn die Kreuzritterin aus? Kann ich sowieso nicht spielen, aber wir wollen es wenigstens mal schauen. Was hätten wir noch an Sabine? Ein Dämonenjäger. Ja, 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 ist schön. Mönch würde ich gerne noch vielleicht. Und Zauberer wäre auch nicht das Schlechte. Wir nehmen aber mal einen Kreuzritter. Oder einen Hexendoktor. Hardcore-Held? Sie können mit der Start... Achso, kein Hardcore. Es ist nicht möglich. Es ist eigentlich gar nichts möglich. Was? Upgraden? Nee, das kann ich nicht wahrscheinlich, weil ich keinen... Müssen Sie auf die Erweiterung Reaper of Souls upgraden? Habe ich bestimmt nicht, oder? Oder halt doch? Ich kann ja gar nichts anderes. Ich muss ja upgraden, oder? Den Browser geöffnet? Nee, 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 nee. Nee, nee. Hallo? Ach, ich muss hier... Hä? Wie komme ich weiter? Ich stehe schon vor der ersten Herausforderung. Wieso muss ein Browser... Halt, vielleicht kann ich mit... Ach so, den kann ich gar nicht nehmen. Ich sehe es ein. Die wollen mich hier verkackeiern. Ich kann also nehmen den Barbaren, den Dämonen, den Mönch, den Hexendoktor und den Zauberer. Den, den ich gerne nehmen würde, der geht nicht. Ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir den Zauberer bitte? So wie in Skyrim? Ich habe keine Ahnung. Der ist bestimmt total schwach. Lieber den Barbaren, oder? Na ja, gut, nehmen wir diesen. Oder? Ich brauche schon hier 5 Stunden. Ja, nee, wir entscheiden uns. Jetzt. Jetzt. Obwohl, der Mönch. Nee, wir nehmen nicht. Wir nehmen den Zauberer. So, der heißt Gatwin. Und jetzt ist er erstellt. Ach so, halt. Klasse, brauchen wir. Blick gar nicht durch. Sprinter, Geschwindigkeitswahn, saisonalen Helden kann ich nicht erstellen. Was ist denn das? Was? Legendärer Edelstein? Ich blick nicht so richtig durch. Saison 3, Badge. Whatever, ne? Was? Nur einzeln anlegbar. Legendäre Gegenstände. Ja, dann... reduziert die verbleibende Abklingzeit einer eurer Fertigkeiten. Hört sich doch gut an. Ne? Was, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft? Ich hab keine Ahnung. Was? 409 Rüstung. Energiewirbel zieht in regelmäßigen Abständen Gegner innerhalb von 30 Metern heran. Nicht unbedingt beim Zauberer, ne? Koloss beschwört nun 3 kleine... Ach, nur Hexendoktor. Wahnsinn. Nur Dämonenjäger. Nee, den will ich nicht. Bekommt man das überhaupt? Benötigt. Ach, alles was so rot ist, darf ich nicht. Nur Baba. Ist denn irgendwas für ein... Kreuzritter. Ist denn irgendwas für ein... Ach, hier. Magische Gegenstände zu erhalten, ne? Das wollen wir. 45% mehr. Oder? Was war noch am Anfang? Warte mal kurz. Müssen wir trotzdem nochmal schauen? Das braucht... Das geht nicht. Das geht noch. Ja. Das wäre noch eine Idee hier. Energie... Nee, den wollten wir nicht. Ich nehme den Ring. So, gut. Ready. Ich habe keine Ahnung. Portal, Größen, Sprinter, Minensammler, verflucht. Okay, weiter. So, was ist jetzt? Huch. Karriere zusammenfassen? Nee, ich habe noch keine Karriere. Spiel starten, Akt 1. Willkommen, können wir das hier irgendwie ausblenden? Das ist natürlich alles in der Starterfunktion nicht verfügbar, ne? Deswegen, Upgrade, upgraden! Wir müssen... Nein, wir müssen nicht, wir starten. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari,
um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen. Und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll. Um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Entschuldigung. Wir sind dabei. Es stinkt hier nur so nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. Aha. Was kann ich denn eigentlich? Schleudert ein arkanes Geschoss mit der linken Maustaste. Was? Aber ich denke mit der linken. Verstehe ich. Q. Okay. Was haben wir hier? Ein Inventar. Ist ja nichts drin, ne? Im Inventar. Was haben wir hier? Quests. Auch hier ist es eher dürftig. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Kann man gar nicht raus und rein zoomen. Sieht nicht so aus. Erfolge, ja. Wer will das schon wissen? Ich nicht. Kann man auch speichern? Ich sehe kein F5. Anscheinend nicht. Willkommen in Neutristan. Kann ich, wenn ich... Ah. Ich schau mal, ob ich ein bisschen in den Einstellungen rumwerkeln kann, damit ich ein bisschen die Auflösung vielleicht ändere, ne? Na denn. Ich habe ein bisschen rum und... probiert und jetzt läuft es, denke ich, ein bisschen flüssiger. Ansonsten war das so ein, weiß nicht, so ein Streifen mit drin. Ne? Gut. Was ist denn hier passiert, mein Freund? Und nicht dich drüber laufen. Nicht schön. Was ist denn das überhaupt hier? Arkane Kraft und hier Leben. Fein. Was jetzt? Angreifen. Monster. Ja, dann greif an. Du musst auch treffen, mein Freund. Ach so. Aha. Und wo, wie kann man looten? Wumm. Haut's ihn um. Nennt sich doch so. Looten, oder? Da kann man die... Tab kann man die Karte aufrufen. Moment, halt. Krieg ich hin? Jeps. Macht mir kaum was weg hier, ne? 100. Macht mir gar nichts weg. Und so? Ist das der Unterschied? Schießt das ein Zauberstab. Schleudert ein arkanes Geschoss. Stabschuss? Magisches. Mhm. Okay. Okay, ich bin da. Ich bin da und damit ist alles klar. Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem Stern, der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Ah!
ist mir ja absolut, ist ja eine absolute Orgie hier. Ich werde noch mächtiger. Warten, öffne das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Aha. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ich habe eine Fertigungskategorie freigeschalten. Wie? Erzeugt einen Strahl aus reiner Kälte. Dies sind sekundäre Fähigkeiten. Glücken Sie mit der linken Maustaste. Und dann annehmen. Dann nehmen wir doch mal an. Annehmen Froschstrahl. Habe ich angenommen. Und geschlossen. Mal schauen. Dauert einen Moment, bis er sich anwirft, aber geht. Wieso ist das so ein Herzchen? Müssen wir dorthin? Anscheinend. Oh, Speicherpunkt. Ach, das kann man gar nicht hier frei speichern, oder was? Warte mal, irgendwie ist das die Stimmen sind so leise. Ich muss noch mal kurz stellen. So, mal schauen, ob es jetzt ein bisschen lauter ist, ne? So, Questmarkierung, jo, okay. Was ist denn das hier für eine Lieb... Die Kirche von Zakharum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Es ist das... Der Tod mag schon bald über uns alle kommen. Doch ich werde tun, was in meiner Macht steht, um eure Schmerzen zu lindern. Das ist nett, aber ich bin eigentlich ganz gut bedient. Ist ja immer noch ein bisschen leise, oder? Mach nochmal was. So, ich glaube, jetzt ist es besser, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. So, Moment, was ist denn hier mit der lieblichen Maid? Bist du der liebliche Maid? Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Ja, aber nicht zu dem Preis, mein Freund. Oder? Super, dass du geschuftet hast. Ich kann mir gar nichts leisten. Ich habe nämlich null Gold. Ja, damit kann ich mir gar nicht... Aber was ist denn das für ein... Oder heißt es einfach nur Heiler? Ach, das ist der Heiler. Okay, ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein, Freunde der Nacht. Was ist das hier? Die Keinchronik. Ich habe keine unidentifizierbaren Stück... Was ist das? Aha. Eine Beutetruhe. Ich habe aber keinerlei Beute dazu. Moment mal, was ist mit dir hier? Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Neck der Grubenkämpfer? Was sind damit ja und? Was soll ich hier? Konsequenzen? Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Genau genommen stirbt ja auch niemand. Enttäuschend, wenn ihr mich fragt. Oh, ich muss mal sagen. Ein paar Helden bekämpfen sich gar nicht weit von hier. Wollt ihr mitmischen? Oh, und von mir habt ihr das nicht verstanden? Nee, eigentlich noch nicht. Noch nicht. Ich fühle mich noch nicht bereit. Wir gehen jetzt erstmal hier rein, ne? Oh, das geht aber schnell. Da brauche ich gar nichts rauszuschneiden. Bei den Ladesequenzen. Was ist denn das hier? Das macht mich wahnsinnig. Kann das weg, bitteschön? Und hier, was ist denn das? Achso, nee, das lassen wir mal hier. Damit wir wenigstens wissen, was wir zu machen haben. Was ist denn hier noch? Zubehör, dekorative Gegenstände ansehen. Was soll ich denn für einen dekorativen? Ich besitze gar nichts. Doch, besitze. Nee, das. Was? Wo ist der Basisraum? Anlegen? Hallo? Hier, ausgerüstet? Okay. Gut, ne? Flaggen, ich besitze keine Flagge. So, jetzt bin ich dekorativ. Keine Ahnung. Halt! Du sollst mit der sprechen hier. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt? Es ist schrecklich.
Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. Ist nicht schön. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Die anderen Abenteurer auf der Durchreise sahen nicht so tödlich aus. Na, ich weiß nicht. Schauen wir uns den mal an. Es ist so... Jo, der sieht ja absolut tödlich aus. Oh, hier sieht's ja gar nicht gut aus, oder? Ja, aber ich muss sagen, die Grafik ist jetzt nicht... Die haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? Aber atmosphärisch finde ich's, trotz alledem, ne? Find's eigentlich ganz nett. Was denn du noch zu sagen, wenn wir schon mal egal, da sind? Was alle sagen. Das Ding, das vom Himmel gefallen ist, war kein Stein. Wegen eines Steins kommen die Toten nicht aus ihren Gräbern. Tja, was war es dann? Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Okay. Huch. Ach so. Hierfür brauche ich schon Astra. Aber das regeneriert sich doch recht gut. Funktioniert hervorragend. Geht das ja alles automatisch jetzt? Habe ich irgendwas bekommen? Nee, ne? Gold oder sowas? Sieht doch. Dies ist euer Gold. Gebt nicht alles auf einmal aus. Was ist das hier? Blutsplitter. Aha. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Habt Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Also denn, auf zu Hauptmann Rumford. Ihr könnt natürlich auch mal in Leas Zimmer rein. Darf ich das? Tatsächlich. Da ist nämlich Leas Buch. Leas Tagebuch aus Tristram Teil 1. Moment mal. Jetzt bin ich leicht. Was heißt da Details? Aha. Was heißt das hier? Aha. Aber noch keinerlei Punkte, ne? Weder offensiv, defensiv noch Abenteurer. Okay. Ja, was habe ich denn jetzt mit dem Leas Tagebuch? Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... Ja dann, erzähl. Aber ich finde es zurzeit doch recht schön sogar. Ich sag's nicht gern, ne? Ihr wisst ja, was ist denn eigentlich mit dir hier? Willkommen im geschlachteten Kalb. Bringt mir alle Schätze, für die ihr keine Verwendung habt, und ich gebe euch ein wenig Geld dafür. Dann könnt ihr schon mal anfangen, auf euren Sarg zu sparen. Ja, ich hab momentan nix. Ach, bei dir kann ich reparieren. Du bist auch noch Schmied nebenbei. Und Wirt. Also praktisch alles in einem. Ja, denn? Gehen wir wieder raus, ne? So, wer warst denn du eigentlich? Bürgermeister. Könnt ihr das Ding bewegen? Ich muss vorbei. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Warum wollt ihr fort? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Es ist nicht meine Art, Feiglingen zu helfen. Tja, das nenne ich Entscheidung. Gut. Die Toten stehen aus ihren Gräbern wieder auf. Das muss das Ende der Welt sein. Ist es. Was ist das?
Was? Gruppenleiter? Hört sich nicht gut an. Gruppenleiter. 16 Milizsoldaten sind ausgerückt. Wo muss ich denn überhaupt jetzt hin? Dorthin, ne? Was ist denn hier? Kommode? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Achso, da kommen wir nicht hin, ne? Alles klar. Ich verstehe. So, dann hätten wir hier den Heiler. Was ist denn eigentlich da? Da gehen wir mal rein. Achso, ja. Da gehen wir mal rein, ne? Was ist hier passiert? Alles klar? Mhm. Ich wollte nur mal schauen, ob ich noch alles kann. Hier ist ja gar nichts. Also ist so gut wie nichts. Also im Grunde ist hier doch ein Buch. Aha. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Hm. Ist ja verrückt. Die können alle. Die können, soweit ich das sehe. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Aha. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. Tja, die Wachen, die Untoten. Die Wachen auf. Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Und das machst du hier. Du bist dafür verantwortlich, ne? Ja, es ist gut, dass ihr das macht. Das ist sinnig. Aber ich will nur sagen, hier liegt noch allerhand und ihr steht hier so rum. Helft ihm doch mal ein bisschen. Macht noch ein Feuer an oder irgend sowas. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! So, helf mal ein bisschen aus. Ein bisschen arrogant ist der Zauberer, ne? Finde ich gut. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Wie, wo, was? Wo, bitte, Bonus, scheußliche Mütter. Nimm mir mit. Aber wo krieg ich die? Wo sind die? Wo, neues Wissen. Ich, Gerhard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Tja, so ist das hier. So, ich habe einen Handschuh bekommen, der mir etwas Rüstung beschert. Man sieht den sofort ausgerüstet. Jetzt ist aber... Bonus. Ja, ich weiß nicht, die scheußlichen Mütter, die sind irgendwo, aber wo? Wartet mal. Oh Gott. Ja, und? Kartenstufe. Aha. 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 Hier ist ein Healer. Da kommen wir aber nicht hin, haben wir gesagt, ne? Wir könnten jetzt hier rauf und gehen. Wir kommen ja von hier unten, ne? Dann gehen wir mal hier rauf. Schau mal, was da los ist. Halt, da ist noch... Nee. Hauptmann, alles klar? Ich gehe. Ich glaube, ihr seid mir keine große Hilfe hier. Aha. Ein bisschen, ne? Zynisch, arrogant. Alles klar. Hm? Gut. Etwas dunkel. Mysteriös.
Ist kein freudiger Platz hier, möchte ich mal sagen. Speichern ist gut. Sag mal, speichert der... Sieht gut aus, ne, was wir hier treiben, oder? Komm, halt neues Wissen. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. So, Telefon war das, dummerweise. Passiert nicht oft, aber... Also beim Skyrim-Video wird das nie passieren. Ja, wie geht's denn weiter hier? Ist duster, ne? Recht du... Was macht denn ihr? Da verfolgen mich Mäuse. Da ist jemand. Na, was macht denn du? Der speit einen... Die speien Untote aus. Die speien doch tatsächlich Untote aus. Was machen wir überhaupt hier immer? Ach so, die scheußlichen Mütter, ne? Die muss ich umbringen. Ja, habe ich jetzt irgendwas? Nee, habe ich nicht. Was passiert denn immer, wenn ich hier draufklicke? Ist das in Ordnung, oder? Halt, da ist was. Da oben sind noch mehr. Warte, da kann ich mal meinen großen an... Kann ich mal meinen Eisstrahl anwerfen. Was haben wir denn hier für eine Rüstung? Kann ich wahrscheinlich nicht anziehen, oder? Ne, ist ja Stofftunika. Die kann ich doch anziehen. So, dann sehen wir doch schon mal etwas geschützter aus, oder? Was sagt ihr? Was ist denn überhaupt hier? Komme ich da rein? Gehen wir mal reingucken. Wir sind ja im Test, ne? Können wir doch mal reinschauen. Alt, ein Fass. Und? Ich sehe nichts. Nichts passiert. Alt, hier. Könntest du bitte auch treffen? Danke. Da ist jemand. Da ist noch jemand. Und hier, den treffen wir wahrscheinlich auch. Fein. Halt, wir müssen zum toten Plünderer. Jetzt sind wir hier die Plünderer. Ja, die fallen hier nur irgendwie auseinander, ne? Das soll wahrscheinlich irgendwie... Eine Truhe! Truhen sind gut. Die geben uns... Sag mal, wie kann man denn das eigentlich... Magische Gegenstände sind mächtig. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um ihn zu sehen. Und dann das... Ein Schwert? Für was brauche ich denn ein Schwert? Ich habe doch einen Zauberstab. Nee, ich brauche kein Schwert. Auch wenn du Feuerschaden hast. Ich möchte was Zauberiges, was so Fernschaden macht. Nee. Wir lassen uns mal nicht hier ins Boxhorn jagen. Muss ich das alles jetzt hier einzeln aufsammeln oder macht er das? Was ist denn das? Ist es besser? Ausgerüstet? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, meine Freunde der Nacht. Was habe ich denn hier? 10 Goldstücke, noch eine Truhe, die mir einen abenteuerlichen Dolch gibt, den ich auch nicht brauche. Und einen toten Plünderer, der in sich zerfällt. Naja. Das kann ich wahrscheinlich wieder zerklopfen, wie es eben so mit Fässern ist, ne? Die lassen sich immer gut zerklopfen. So, habe ich jetzt hier alles ausgekundschaftet. Können wir wieder raus.
Wo könnten wir noch hin? Hier unten. Da ist ein Fluss. Alles sehr, sehr düster, ne? Ich bin jetzt noch besser. Na klar, wir sind praktisch die absolut Besten. Aktive Fertigkeit freigeschaltet. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Mir gefällt aber eigentlich mein Blitzschloch eher, ne? Kann ich dazwischen wechseln? Aber das ist doch alles hier zu. Ich finde es schön, dass sie ein Informationen dazwischen geben. Das ist da nicht so langweilig, ne, wenn man sich hier so durchhäckselt. Das gefällt mir. Wir schauen aber, damit ihr nicht immer zu einem und denselben Zauberspruch seht, ne, zeige ich euch mal den. Eine Weile und dann, glaube ich, gehe ich wieder zurück auf meinen ursprünglichen... Was ist da oben? Ah, nee. Diesen einen ist sowieso Quatsch. Ne? Ach nee, halt. Jetzt sehe ich es. Das eine ist ja... Ach so. Ja, da können wir ja vielleicht... Moment, jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Ah, ja, ich weiß. Jetzt muss ich trotzdem mal was schauen. Kurz. Wenn ich jetzt das Schwert anlege, ne? Wenn ich jetzt das Schwert kurz anlege, nur mal so als Gag. 8,2 wäre noch besser, ne? 1 bis 2 Schaden, getötete Gegner, gewähren plus 1 Erfahrung. Das ist ja toll. So, und das nehme ich in die andere Hand. Ne, macht er nicht. Gegenstand nicht erlaubt. Gut. So, wenn ich das jetzt mache, ne, und ich bin jetzt so und hau da rum, kann ich dann trotzdem... Ach so, na dann gehen wir dem Messer entlang. Dann verstehe ich die Problematik. Na, Jungs, nicht mit mir. So, wollen wir erstmal was von dem Schweinebraten hier essen, ne? Der sieht richtig lecker aus, oder? Wer hat sich denn den? Haben die sich die Untoten gebraten? Fragt man sich natürlich, ne? Ja, wo ist denn jetzt das dritte Scheußlichkeit, die dritte Scheußlichkeit hier? Wo bist du, dritte Scheußlichkeit? Waren wir hier schon im Gemüsegarten? Nicht wirklich, oder? Hier ist ja gar nichts mehr. Halt, beim Sturm. Interessiert überhaupt nicht. Ja, dann hoffen wir, dass die dritte Was habe ich? Einen leeren Ausrüstungsplatz? Moment. Was? Wo? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo habe ich einen leeren Ausrüstungsplatz? Bitte sagt's mir. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Leider. Töte die scheußliche Königin und die scheußlichen Mütter in den alten Ruinen nordöstlich von Neutristam. Das machen wir jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwas... Wartet mal, da könnte ich trotzdem nochmal hier auf... Glückwunsch. Catwin ist jetzt noch besser. Und ja, ich habe keine Ahnung.
Gehen wir weiter, ne? Ist ja egal. So, hier. Wieso kannst du denn mit deinem Messer zustechen? Wieso geht das nicht? Kannst du überhaupt nicht mit deinem Messer zustechen? Ist das für dich unter deiner Würde, oder? Anscheinend ist es unter der Würde des Zauberers hier. So, wo tauchen Untote auf? Halt! Das sollte den Angriffen ein Ende setzen. Juhu! Zumindest vorerst. Aber ich habe noch nicht die scheußliche Königin. Tut mir leid. Tut mir leid. Der braucht gar nichts. Ne? Was haben wir jetzt wieder bekommen? Entschuldigung, muss mal schauen. 2. Es ist nicht so der Bringer. 2. Da hätten wir wieder einen Keller. Den nehmen wir mit, nur. Den nehmen wir mit. Sind wir gar nicht so. Hier sind sie. Dann schauen wir mir jetzt schon treffen. Die sind aber schnell. Na, kommt mal hier. Das war schon ein bisschen, ne? Schaut hin, da hat mich etwas Leben gekostet. Aber noch nicht der Rede wert. Was ist denn das? Tschuck. Tschuck. Okay. Da drüben ist noch ein Tschuck. Ich habe irgendwas Blasphemisches umgebracht. Keine Ahnung was, aber es war was Blasphemisches. Das sieht sehr blasphemisch hier aus. Vor allen Dingen das Fass. Ja, ich... Hier ist aber gar nichts, ne? Für was bin ich jetzt hier rein? Gesappt? Oh, man. Dann eben nicht. Gehen wir eben hier runter. Hallo? Könntest du langsam... So, hier haben wir schon mal ein Kurzschwert, ein edles dazu. Achso, hier ist... Hier blinkt was. Die alten Ruinen blinken. Klapp, klapp, tuck. So, pass auf. Und da. Wenn wir mal hier ein bisschen aufräumen. Geht aber irgendwie, ne? Gut. Noch jemand? Ja, das tut mir leid, aber ich... Alt Tristram. Diablo selbst wandelte einst an diesem Ort. Ja, jetzt müssten wir natürlich den zweiten Teil kennen, ne? Dann würden wir das zu schätzen wissen, was er jetzt so sagt. Uah! Was ist mit der alten Andenkenschachtel? Da ist ein Tagebuch drin. Der König ist verrückt geworden. Er lässt alles hinrichten, was ihm vor die paranoiden Augen kommt. Keiner von uns ist sicher. Was für König? Hier. Alles klar. Oh nee, bitte. Keine Achievements für... Bah, ist ja eklig, oder? Ich kriege ja Achievements für ein Massaker. Hört sich doch eklig an, oder? Ich will kein Achievement für ein Massaker. Muss ja nur wirklich nicht sein. So, wen haben wir noch im Angebot? Aber so von der Story her, ne? Und von der Aufmachung her, finde ich es nicht so schlecht. Und? Was bringt mir das jetzt hier? Oh, aber cool eben. Ne? Coolness bringt mir das. Ist schon cool. Können wir jetzt mal speichern? Was ist passiert dann, wenn ich...
Was passiert hier, wenn ich tot werde? Halt, das ist die Königin, damit wir den anderen Strahl nehmen. Ich werde noch mächtiger. So, das ging ja ratzfatz. Aha. Was habe ich denn jetzt hier bekommen? Überzieht Gegner in der Nähe mit einer Eisexplosion. Was ist da? Ein Wegpunkt. Was ist da? Ja, ist ja gut. Ich bin wahrscheinlich dann der Fesselzerstörer. Nach Neu-Tristam. So, hier. Okay. Hier komme ich nicht durch. Noch nicht wahrscheinlich. Hier ist ein Wegpunkt. Die könnten noch aufstehen. Halt, bevor wir weitermachen. Hier ist was Neues. Ja, das haben wir ja noch. Das wissen wir ja. Ist ja schon alles angelegt. Aha, das ist Verteidigung. Wollen wir es mal anschalten? Nett. Ja, aber so schnell bin ich gar nicht. So schnell kann ich nicht reagieren. Ich bin leider nicht in der Lage dazu, so schnell zu reagieren. Ja! Bin da nicht so der Schnellste. Ich bin Rundenstratege. So, was gibt's denn uns? Eine Keule. Wir schauen mal kurz ins Inventar wieder rein, ne? Armbrust des Zorns. Schwert des Aals. Und lauter so Zeug. Wir schauen mal kurz in unser Inventar, denn da blinkt's wie verrückt. Ja, das ist nix. Das ist... Halt, Moment. Regeneriert 4... Das nehmen wir. Regeneriert 4 Leben pro Sekunde. Das ist ja toll. Das ist Quatsch. Magischer Gürtel. Auch nochmal 2 Leben. Oh, jetzt wird er aber regeneriert. Wie verrückt. Jetzt sind wir gerüstet. Für alles. Halt. Ja, das waren mal Griswolds feinste Waren. Was ist denn eigentlich... Huch. Sie haben einen leeren Ausrüstungsplatz. Öffnen Sie, um einen Gegenstand anzulegen. Wo? Kann ich den da hüben noch? Nee, ist doch für die Handgelenke. Wo habe ich einen leeren Aus... Ach, die Hose! Entschuldigung. Habe ich gar nicht gesehen. Danke. Nochmal 4. Ist ja nett von euch, dass ihr mich darauf hinweist. Ist ja richtig nett, ne? Ah! Lass her mit euch! Ich bin bereit! Oh! Die kommen gar nicht so weit her, dass ich überhaupt das nutzen kann. Ja, es gibt bestimmt da noch die schnellen, die... Uah. Finde ich schön gemacht. Ist ein bisschen interaktiv. Ja, der macht wieder seinen Knacker. Okay. Supi. Hast du das gemacht? Dann halt, wir brauchen noch dich, ne? Du musst noch deinen Knacker machen. Wahrscheinlich steht dann als Achievement dort 5000 Knacker gemacht. Oder ich weiß ja nicht. Irgend sowas. Steht bestimmt dort. 5000 Baumstämme zerstört. 10.000 Fässer umgebracht. Ja, ich bin... Da gab's doch Bard's Tale. Habt ihr das? Da hat er irgend so einen lustigen Spruch gemacht über das Fässer zerstören, weil man ja in so Rollenspielen oder ja, in Hack and Slay eher, da zerstört man ja Fässer en masse, ne? Schaut mal hin. Na, was ist mit dir? Plopp. So, ich bin der Fässerzerstörer. Ich bin der große Fässerzerstörer. Was habe ich schon wieder? Einen leeren Ausbildungsstellungs... Wieso das? Jetzt? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Ich glaube eher nicht, oder? So, wir schauen mal, ob das jetzt wirklich so ein Teleportationspunkt ist. Und da müssen wir nämlich Schluss machen. Aha. Ja, wir klicken hier hin. Haben kurz was gesehen. Oh, ich finde die Ladezeiten ja natürlich genial. Ne? So, und haben wir jetzt... Ist jetzt alles gespeichert? Wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, fange ich dann wieder hier an? Oder... Das müsste ich mal schauen, ne? Ich verabschiede mich. Das war mein Test. Ja, ich bin... Es könnte sein, dass so ein Let's Play wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Schätze ich, ne? Mit der Zeit. Wir machen ja nichts anderes als hier meucheln, ne? Und... Aber so, so mal, so zwischendurch... Also finde ich es nicht so schlecht. Vor allen Dingen, es sind auch Story-Hinweise dazwischen. Finde ich schön. Finde ich echt schön gemacht. Sag mal, da war doch irgendeiner... Moment mal. Du da, ne? Du da. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren. Kann ich da eigentlich mit links... Ja, kann ich. Ja, ich weiß, dass ich das verkauft. Oh, jetzt habe ich meinen Zauberstab verkauft. Mist! Hätte ich nicht machen sollen, ne? Oh, jetzt habe ich ja Gold ohne Ende, ne? 900, kann man trotzdem nichts leisten. Doch, einen robusten Beschützer, ein Schild, ein Schild. Was kann ich denn eigentlich reparieren? Sind die... Das steht... Ach doch, Haltbarkeit, tatsächlich. Okay. Na gut. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß noch bei meinem Pillar of Eternity und My The Magic 10 Video, wie es denn schaut. Ansonsten, die Sonne scheint draußen die Woche über, haben sie gesagt, also das Wochenende über. Und ja, geht raus. Es soll eigentlich sehr schön werden. Also hier, wo ich denn bin. Ciao, ciao.